Ja, liebe Freunde, wir befinden uns heute im neuen alten Parlament bei der Eröffnungsfeier. Wir haben ein neues Parlament, wir haben ein neues Protzklavier, genauer gesagt das, was der Sobotka angeschafft hat. Ein Klavier, das wie viel gekostet hat? Ja, knapp 200.000 Euro, also das ist das, was sich das Parlament in diesem Fall geleistet hat. Ja, zusätzlich zu einer satten Gehaltserhöhung von den Politikern, also das Geld fehlt hier anscheinend nicht. Aber das, was wir eigentlich bräuchten, wäre in diesen Zeiten eine neue Regierung. Aber es bleibt doch eine Hoffnung, nachdem wir jetzt ins neue Parlament zurückgezogen sind, hoffe ich, dass vor allem einer der wichtigsten Beschlüsse demnächst gefällt wird, nämlich die Auflösung des Parlaments, und das würde heißen Neuwahlen. Ich glaube, das ist das, was wir gerade in Zeiten der Teuerung, in Zeiten der multiplen Krisen, die nicht zuletzt durch diese Regierung verursacht worden sind, ganz, ganz dringend brauchen. Und wenn wir jetzt schon ein neues Haus haben, dann sollten wir auch bald eine neue Regierung bekommen. Ganz genau. In diesem Sinn. Alles Gute von unserer Seite hier aus dem neuen Parlament. Und vielleicht behalten wir uns noch vor, liebe Petra, dass wir das eine oder andere blödsinnige Ding, das uns der Herr Präsident hier ins Haus gepflanzt hat, auch noch zeigen werden. Ich bin sicher, wir werden das alles aufdecken.